Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochenreset, was alles in der Woche neu ist. Wir fangen an mit der Dämmerung, dann PvP, nachher Flashpoint, ja, wie eigentlich jede Woche. In der Dämmerung haben wir folgendes aktiv, und zwar eine Gartenwelt, Exodus Absturz und die Korrumpierte. Wer davon noch was bräuchte, diese Woche wäre es aktiv. Bei der Feuerprobe haben wir das Pyramidion aktiv, das heißt, wer hier was bräuchte, könnte das beim Pyramidion machen. Märtyrer wäre aktiv, Champion Überladung, Champion Barriere, Ausrüstung gesperrt, Passgenau, Zusammengehörigkeit, Champion Mob und Genesis Algorithmus, die wären aktiv bei Großmeister. Im PvP hätten wir Hexenkessel aktiv, das heißt, wer da ein bisschen mit den Supern rumschmeißen möchte, kann das machen. Und Countdown und dann natürlich wie immer Rumble, Kontrolle, Eliminierung, Überleben und so weiter und so fort. Gut, Flashpoint technisch, da muss ich selber ganz kurz gucken, ob das jetzt auf dem Merkur oder dem Mond ist. Quatsch, das ist auf der ETZ, Europäische Todeszone. Das heißt, ihr könnt hier zu Devrin gehen und er hätte für euch den Flashpoint da aktiv. Albtraumtechnisch auf dem Mond ist folgendes aktiv: Albtraumjagd Pein, Albtraumjagd Wahnsinn und Albtraumjagd Stolz. Wer davon was bräuchte, die drei wären aktiv. Beim Raid wäre die Challenge Überreste aktiv, das heißt, wer das noch machen müsste, in der Infokarte gibt es ein Video, wie man das Ganze macht, wie das funktioniert, diese Challenge. In der Aszendentenwelt, das heißt hier bei der träumenden Stadt, wäre in dieser Woche, Woche 6 aktiv. Das wäre das hier. In der Infokarte ist ein Video, das euch hinführt, wo ihr hingehen müsst und durch welches Portal ihr springen müsst, um das Ganze abzuschließen. Entschuldigung. So, dann gehen wir zum Mars. Bei Mars haben wir beim Eskalationsprotokoll natürlich auch Woche 6 aktiv. Das heißt, dieser Boss wäre hier euer Feind. Und bei ihm gibt es die Möglichkeit, dass diese Waffen hier alle droppen können. Das heißt, er hat die Möglichkeit, Schrotflinte, MP oder Scharfschützengewehr zu droppen. Ist natürlich ein Zufallsdrop. Das heißt, gibt keine Garantie, dass ihr es kriegt. Aber eben, wenn ihr ihn mehrfach tötet, solltet ihr eine Waffe dann irgendwann rausziehen. Gut, als nächstes hätten wir die Abrechnung und das interessiert natürlich viele. Kann ich die Notration in dieser Woche holen? Ja, in dieser Woche ist die Notration bei Stufe 2 oder Stufe 3 zu holen. Ich persönlich habe immer viel Stufe 2 gespielt, hatte da gefühlt häufiger eine Notration gekriegt, beziehungsweise wenn was gedroppt ist, dann eine Notration. Aber das muss jeder selber wissen, es droppt auf alle Fälle bei beiden. Gut, dann schauen wir uns noch das Evaverasum an, was es da Schönes zu holen gibt. Und dann wäre es das für diese Woche eigentlich auch schon gewesen. Das hier unten wäre alles aktiv. Wir haben hier ein sehr spezielles Schiff. Sieht eigentlich recht gut aus, aber ja, muss jeder selber wissen. Diese Zeichen hier sollte man ja kennen. Kann man holen, wenn man möchte. Kistentechnisch wäre das hier. Ja. Wenn man da ein bisschen eine Szene machen möchte, kann man das natürlich holen. Und ich lasse es mal einfach so stehen. Der Rest hier ist für Silber. Gibt ein paar coole Sachen natürlich für Silber, aber da stellt sich immer die Frage, will ich Geld dafür ausgeben, müsst ihr selber wissen. Und wenn ihr das macht, empfehle ich euch, da selber kurz drüber zu gucken. Ich meine, ist ja schließlich euer Geld. Da würde ich schon selber kurz schauen, was man sich holen möchte, ob es was Cooles ist, wenn man bereit ist, da was rauszuholen. Gut, glanzstabtechnisch haben wir hier die Möglichkeit, die coolen Kuhglocken zu holen. Ja, wenn man ein paar Freunde hat, die genauso bekloppt sind, kann man das natürlich machen. Dann hätten wir das Schiff nochmal aktiv. Hier hätten wir ein Transportmittel. In letzter Zeit sind sie alle ein bisschen klobig geworden. Wahrscheinlich ist gerade die Person, die diese ganzen Sparrows macht, so auf einem klobigen Trip. Und ja, geisttechnisch wäre das hier dabei. Wenn man das holen möchte, dann haben wir hier für ja, die ziemlich starke Waffe im PvP, sage ich mal, hätten wir hier dieses Ornament drin, kann man holen, wenn man möchte. Und zu guter Letzt, huch, natürlich noch Brustschutz für den Warlock. Jäger und Titan haben da was anderes, müsst ihr selber ganz kurz gucken. Und ein Geistchen, ja, ich glaube, viel mehr muss ich da nicht zeigen, das Wichtigste wurde gezeigt. Gut, das war es eigentlich auch schon von dem Wochenreset-Video. Dann sage ich, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video geholfen und unterstützt hat. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr noch was loswerden möchtet. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.